Ja, das Ergebnis ist fertig. Ich bin wirklich zufrieden damit. Leider hat der Rand nicht so ganz gut funktioniert. Ich hätte ein bisschen fester das Kreppband bzw. Klebeband ankleben müssen. In dem Video habe ich euch gezeigt, wie wir die Strukturfaste im Nachhinein mit Acrylfarbe anmalen können. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie wir unsere Strukturfaste im Vorfeld mit Acrylfarbe komplett schwarz einfärben und ein ganz schickes, schlichtes, zeitloses Bild kreieren.